Hallo zurück. So, ich habe mir gedacht, wir decken noch ein Fragezeichen auf, bevor wir dann mit unserer Odyssee weitermachen. Weil das, was hier gerade rechts von mir lila leuchtet, ist uns einfach noch zu schwer. Das ist so richtig krass. So Stufe 35 und so, das schaffen wir noch nicht. Ich mache jetzt hier einen großen Bogen drum. Und dann gehen wir zu diesem letzten Fragezeichen vorerst, das ich hier entdeckt habe. Kann ich so weit sein? Kommen diese ganzen Erze eigentlich immer wieder? Ja, ne? Ich grase die hier so ab. Ich muss unheimlich viel sammeln, weil ich will unheimlich stark werden. Und ich habe gar keine Lust auf... War ich ja schon, ne? Well. Fighting anyone around here will be a challenge. Ja, stimmt. Schnell weg! Herausforderung ist gut, es wäre einfach ein schneller Tod. Schaffe ich. Ach, ich finde es schön, hier rumzurennen. Wieso habe ich eine Fackel in der Hand? Ich gebe zu, es ist ein Stück. Aber es ist auch praktisch, um Ressourcen einzusammeln. So, ich kann mal gucken.
gucken, ob ich darüber schwimmen kann oder so. Keine Straße in der Nähe, der ich folgen könnte. Ja, geil. Daneben querfällt ein. Ist ja ein Feuerpferd, dem kann nichts passieren. Fliegen müsste ich können. Ich will da hinten hin, da drüben. Seht ihr das? Unentdeckter Anführer. Wo? Wo ist denn der Anführer? Lass uns doch das noch eben mitnehmen. Ist ja nicht weit. Got to be careful not to get spotted. So. Ich war hier schon. So ein Schmuh. Das ist ja Schmuh. Ich hab den Schatz schon. Hallo. Wer ist er denn? Ich seh's nicht, wo klingelt's denn? Naja, ist ja auch nicht so wild. So, was mache ich jetzt mit dem? I can offer you a better life than this. Join me. Da. Jetzt.
Was ist dieser Rauch? Ist das der abgefackelte Wald oder ist das was anderes? Was ist das? Es ist ein Kopf. Ich verstehe nicht, wieso der noch markiert ist. Den habe ich doch schon. Naja, das ist doch klar. Das ist doch unser Hauptziel. Gehen die jetzt hin? Go! Go! So, aber da drüben war doch irgendwo noch ein Fragezeichen, meine ich. Und wieso ist der Schatz immer noch markiert? Steh ich nicht. Ist das ein Bug? Wahrscheinlich, ne? Gut, ihr Lieben, wir machen jetzt mit der Odyssee weiter. Gucken, was passiert, wenn ich da jetzt einfach wieder reinlatsch. This won't be like any other battle I've been a part of. Ah, falscher Knopf.
und es lädt. Zeit, einen Schluck kalten Kaffee zu trinken. Are you ready to crush the Athenians? Ja, ich glaube, ich habe schon ziemlich viele erledigt, ohne euch. Sobald die Staatsstärke niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Ja, sowohl Athen, blau, als auch Sparta. Aha, wir sind die Orangen, belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Ein Staat zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnung. Ein Staat anzugreifen ist schwieriger, aber lohnender. Okay. I'm ready for war. Yeah. Na dann. Soll ich irgendwas tun? Ich guck mal zu. Nein, ich muss tatsächlich arbeiten. Wieso? Und wen hau ich kaputt? Das mit dem Schild ist eine super Sache. Jetzt einfach so lange zu. Ach, guck mal, ich kann. Ich stehe. Ich haue einfach mal drauf. Ganz gut, um das mal ordentlich zu üben mit diesem Schild. Yeah.
oder? Yeah. Ich habe 22 Soldaten getötet und 2 Hauptmänner. Ja, das ist doch, darf man gar nicht so laut sagen. Es sind nur Pixel. Pixel in einem Spiel. The wolf requests the presence of the mercenary. Ah, we shall Pops. Be up to him in a moment. With respect, finally. He wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander I wishes. I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. Tja, Bruder Herz. So ist es. It appears I have other matters to attend to. Auf geht's, wa? So, wunderbar. You fought well today for a mercenary. Don't keep the wolf waiting. Jetzt bin ich ja mal gespannt. What do I even say? Schub sie nur einfach da runter, schieß sie ja dadurch auch fallen lassen. Ja, so sieht's aus. Ja, genau. Was für ein Arsch. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero. So that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty Enough! Anymore. I can't change the past. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? Ah, krass. Wir kriegen die Wahl. Ich habe mich schon gefragt, ob ich das Spiel abkürzen kann, indem ich ihn einfach darunter trete. Ja, ach, ich bin halt nicht so, ne? You've avoided the past long enough. Now you will answer to me. Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your brother as if you were truly my own. But you were never mine. Yes. What? What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Whatever Marina is.
She knows far more than I do. Ist ja krass. Where will you go? To find my honor. Sehr geiler Twist. Snakes in the grass, Cassandra. Boah. I need to get out of here. I should head back to Varnavas. Alter Lachs. Das war ein geiler Twist, oder? Sagt man Twist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es der Hammer. So, wir sind Stufe 10. Und ich würde sagen, das ist der ideale Moment, um zu speichern. Und dann gucken wir, was wir im nächsten Let's Play alles zusammen erleben. Ich freue mich auf euch. Habt eine schöne Woche. Bis dann.